Okay, wie kann man das erklären, dass es auf der einen Seite unterhaltsam ist? Das ist ganz wichtig, also es darf nicht fad werden. Aber gleichzeitig muss man immer alles verstehen, auf Fragen eingehen und, ja, und diese auch so beantworten, dass man sieht beim Gegenüber, okay, das ist angekommen. Ja? Weil wenn ich zu viele Fachbegriffe verwende, dann sagen viele, ja super, ich bin auf der Uni, klasse ist da, aber ich habe eigentlich nicht viel verstanden und das soll es nicht sein. In meiner Dissertation habe ich an einem Ionenkanal, einem Kaliumkanal am Herzen gearbeitet, dort die Phosphorylierung untersucht, wie der eingeschaltet und ausgeschaltet wird. Das war wirklich Grundlagenforschung, molekularbiologische Grundlagenforschung. Aber auf die Dauer war das schon sehr speziell und ich habe mir gedacht, na, ob das wirklich mein Leben bestimmen soll, dass ich da 40 Jahre dann weiter forsche an solchen Themen, das war es nicht. Und durch Zufall sind wir dann bei der langen Nacht der Forschung auf den molekularen Kaviar gekommen und haben den dort vorgestellt. Die Speisung der 3000 war das, 3000 Leute waren bei uns und haben molekularen Kaviar verkosten können. Das war 2008. Der nächste quasi Ort, wo man molekularen Kaviar genießen hat können, war eben beim Fairen Adria in Spanien, im El Bulli. Und deswegen ja, haben wir uns dann mehr beschäftigt, was steckt dahinter. Die Chemie, die Molekularbiologie, die Physik der Küche. Und so bin ich dann in das Thema Ernährung reingerutscht. Bei Lebensmitteln, die wirklich Klimasünder sind, ja, ist leider das Rindfleisch ganz vorne dabei. Das ist, weil die Kühe, die Rinder einfach sehr viel Futtermittel brauchen. Nicht jetzt bei uns, also allgemein gesehen, wir haben die Almwirtschaft, also ist ein bisschen anders, aber einmal sehr viel Futtermittel wird gebraucht. Gleichzeitig tun sie viele Gase produzieren, auch wie Methan, das dem Klima noch mehr schadet als CO2. Also von dem her ist das nicht klimafreundlich, das weiß man nach Berechnungen und da ist das Rindfleisch leider ganz vorne. Sonst muss man sagen, was die Leute nicht so wissen, das ist auch die Backindustrie, das sind die Weckerln, die sagen wir, im Supermarkt einfach frisch gebacken werden oder so, die kommen meistens aus Brotfabriken, werden dort vorgebacken, eingefroren und liegen dann bis zu 3 Monaten in einem Kühllager, werden dann ausgeliefert, wieder gekühlt und erst dann aufgebacken. Ja. Das heißt, eine schlechte CO2-Bilanz, Backshops, Tankstellen-Shops, überall wo einfach schnell was aufgebacken wird, ist es eigentlich auch fürs Klima schädlich. Und wenn man ganz genau hinschaut, muss man auch sagen, bei uns Äpfel, jetzt im Herbst gibt es alles in Hülle und Fülle, aber wenn ich dann einen steirischen Apfel habe, der dann im Mai noch im Supermarkt liegt, dann hat der quasi 6-7 Monate Kühlhaus am Buckel. Wenn ich das wieder die Energie nehme und das aufrechne, dann was da CO2 entsteht, hat er eine so schlechte CO2-Bilanz, dass er einen Apfel aus Südafrika einfliegen könnte und der hat eine bessere CO2-Bilanz. Ja. Da müsste man auch schauen, wie kann man Äpfel besser verarbeiten oder muss der so schön sein, kann der nicht ein bisschen schrumpelig sein. Also da ist sehr viel noch zum Tun und deswegen zählt es auch zu quasi einem Klimasünder, den man gar nicht so am Radar hat normal. Beim Glühwein ist das Problem der viele Zucker. Ja. Also von dem her, wenn man Wein trinkt, Alkohol, ja, weiß man, ist ein Zellgift, aber trotzdem in Maßen genossen, schadet da jetzt nicht so arg. Ja. Aber in der Kombination ja, mit dem Zucker, dann hat natürlich die Leber mehr zu tun. Erstens durch den Zucker, durch die Fructose, auch der normale Haushaltszucker, der einen Teil Glucose, einen Teil Fructose, die wird dort verstoffwechselt bei der Leber, dann kommt noch dazu der Alkohol. Und es bleibt ja nicht bei einem, sondern das werden oft 2, 3 Glühweine und dann gibt es noch was dazu. Und alles, was du zum Jausen gibt, ist deftig. Ja, also was ich mal so entdeckt habe, das ist das Schmalzbrot, Verhackertbrot, bis zu Langosch oder irgendwie Krapfen rausgebackenes. Also wie gesagt, alles, was herzhaft schmeckt, was gut ist, ja, aber was die Verdauung auch natürlich dann extrem belastet und irrsinnig viel Kalorien bringt. Ja, also, so ein paar Glühweine und dann noch so ein Jausel dazu, da kommt schon was zusammen. Und das ist eigentlich, wenn man sagen kann, vielleicht ein bisschen zurückhalten, vielleicht einmal einen Tee trinken oder bei einem Glühwein das Ganze belassen. Also ich kann da noch meine persönliche Meinung sagen, ich habe es am Anfang probiert, auch bei Corona wissenschaftliche Sachen runterbrechen, erklären. Vielleicht hilft es bei ein paar, aber die anderen sind beratungsresistent. Ich bin dann draufgekommen, man soll Arbeit mit Gleichnissen.
Das hat schon der Jesus gemacht und irgendwie ist das gut angekommen, man hört heute noch seine Sachen. Von dem her, und es muss verständlich sein. Ja, ich habe einen Bekannten, der ist Mechaniker und den habe ich ein Gleichnis dann mitgegeben. Habe ich gesagt, schau, wenn auf YouTube 99 Mechanikerkollegen von dir sagen, Kürbiskernel in den Tank vom Diesel, das macht den Motor hin, das bringt gar nichts. Und einer sagt, das ist super, wenn es dann fährst, da riechst du noch Kürbis und was ich was, also und fürs Klima ist auch besser. Was machst du dann? Dann fängt ein gewisser Denkprozess an, ja. Und das nächste ist, dass ich dann auch eben erklärt habe, du schau, wenn du jetzt mein Auto anschaust und sagst, da ist jetzt, keine Ahnung, die Zündkerze, irgendwas ist kaputt. Und ich sage jetzt zu dir, na, das ist nicht kaputt, es ist sicher die Bremsscheiben. Was denkst du dann? Ich kenne mich gar nichts aus. Du bist Experte. Ich rede dir eine, wo du jahrelang die Ausbildung gemacht hast bis zum Master. Und jetzt quatsche ich da rein, ich habe null Ahnung. Dann denkst du, naja gut, der soll lieber still sein und sagt, naja, der hilft nichts, wenn du das austauscht, die Bremsscheiben geht er trotzdem nicht an. Und wenn ich aber darauf bestehe und sage, nein, die Bremsscheiben ist es, ich habe es gesehen im Internet, ja, wird es auch nicht anders sein. Und ich glaube, mit solchen Gleichnissen, ja, kommt man ein bisschen weiter mit Geschichten, dass dann einer vielleicht denkt, okay, ich bin kein Virologe und ich habe auch noch von irgendeinem gehört was. Aber eigentlich kenne ich mich nicht aus. Und da hast du das alte Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Das hat schon was, dass man sagen kann, es gibt Sachen, die man einfach nicht so gut weiß. Wie viele Leute schreien, ja, Verfassung, das Verfassungsrecht, wie man ein eigenes Institut, die sich damit beschäftigen, da muss man lang hinstudieren, dass man sich wirklich einmal ein bisschen einen Durchblick hat. Und jetzt ist jeder auf einmal Verfassungsrechtsexperte, Expertin. Ja, und das kann nicht funktionieren. Aber da muss man, glaube ich, mit ein paar Gleichnissen hinweisen und vielleicht so einen Denkprozess anregen. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.